Wo bist du denn? Wir drehen doch jetzt gerade schon. Nein, wir laufen schon oben auf dem Turm. Ja, ne? Servus. Das war unser Bauleiter. Unglaublich. Sorry, das war noch. Und herzlich willkommen zur ersten Folge unserer dritten Staffel der Baudokumentation. Ich glaube, das war noch der Mal. Egal. Schön, dass ihr wieder da seid. Ja, wir haben einiges für euch vorbereitet. Es ist ganz viel passiert. Wir haben hier mal einen kleinen Ausblick. Ja, aber das haben wir noch gar nicht alles. Wir waren zum letzten Mal hier im Mai, da hatten wir Schienenschluss. Seitdem haben wir einiges gemacht. Wir waren ziemlich fleißig seitdem. Endlich aufgebaut, unser Wardenclyffe Tower auf dem Bahnhofsgebäude. Liebevoll auch Tesla-Turm genannt von uns. Ja, der Turm war gar nicht so einfach aufzubauen. Wir haben am Boden angefangen, haben erst die Seitenwände zusammengeschraubt und dann kam diese große Kupferkugel, die nicht wirklich aus Kupfer ist, obendrauf. 7,5 Meter Durchmesser, diese Kugel. Der ganze Turm ist ja 28 Meter hoch, von Boden unten gerechnet. Quasi der Stahlbau selber sind ungefähr 20 Meter. 7 Tonnen Gewicht, allein nur die Kugel obendrauf. Das komplette Stahlkonstrukt um die 30 Tonnen schwer. Schon sehr beeindruckend, der Turm von hier aus der Perspektive. Ja. Aber aus Gebäude wirkt langsam richtig wohnlich mit den Fenstern. Wir können langsam einheizen. Alle Fensterfronten, die wir hier verbaut haben, sind Maßanfertigungen und die größten sind bis zu 2 auf 4 Meter groß. Wir haben hier 250 Quadratmeter an Fensterfläche verbaut. Das ist mehr als mancher Häusergrund. Ja, und optisch Verbundglas nachempfunden. Das schön ist auch. Hä, aber sind die sind doch da? Hä, die waren doch jetzt die ganze Staffel nicht da. Wir haben es jetzt eine Staffel ohne die ausgehalten. Und jetzt kommen sie wieder in der ersten Staffel vor. Nee. Ah! Nur ein Baustellenradio. Wie gesagt, Fenster. Schön das. Schön. Was vor wenigen Wochen noch wie eine große Wand aussah, sind jetzt ja. Sind einige Gebäude geworden. Wir haben jetzt hier vor diese Betonwand, dieser große Betonkörper, haben wir mit Backsteinen eine Form gebracht. Da wird es natürlich schön alles noch verputzt. Da kommen auch noch original kroatische Steine drauf. Und dann wird das alles aussehen wie 8 kleine, kleinteilige Häuschen, was eigentlich eine große Halle ist. Das ist ja das, wir haben es schon mal kurz erwähnt, wie beim Hotel Bellrock zum Beispiel, oder eigentlich bei allen unseren Hotels, dass es verschiedene Gebäudevorsätze gibt, so wirkt das Ganze etwas kleiner und handlicher. Man sieht hier nämlich schön die Stuckateurarbeiten, die alle in aufwendiger Handarbeit gemacht werden. Das ist tatsächlich, ja, Handwerkskunst bei unserem Gebäude. Ich freue mich da wahnsinnig drauf, wenn die Gerüste weg sind und wir endlich die volle Pracht sehen. Apropos, da drüben hat schon unsere nächste Baustelle angefangen. Das ist der erste Bauabschnitt von unserem kroatischen Dorf. Eine ziemlich leckere, kühle Baustelle. Genau, nämlich die Eisdiele mit der längsten Theke im Park. In der Welt weiß ich nicht, aber wir haben 10 Meter Eisdielentheke. Wie viele verschiedene Sorten werden es werden? Kann man das mal ausrechnen? Wie viele Meter braucht man pro Eissorte? Muss mindestens 80 sein, wenn nicht mehr. Warte mal, ich rufe mal die Gastro an. Können wir nicht einmal schon nicht, mal... Nicht, dass wir die jetzt unter Druck setzen. Haben die eigentlich schon mal was zum Probieren? Ich verstehe nicht. Warum werden wir da eigentlich nie zum Probieren eingeladen? Die Sorten müssen doch einmal getestet werden, oder? Das ist richtig, aber das können wir ja machen. Aua. Ja, die Zeit, bis wir mit den Testfahrten beginnen, nutzt uns eine Gärtnerei jetzt schon, um die ganze Landschaftsgestaltung um diese Achterbahn rum zu finalisieren. Das heißt, wenn hier die ersten Züge durchfahren, dann haben wir hier schon ein wunderschönes Landschaftsbild, das dann die Gäste, wenn sie Zeit dafür haben, auf der Bahn auch genießen können. Wie Patrick hat eben schon gesagt hat, machen unsere Gärtnerinnen und Gärtner hier einen hervorragenden Job, indem sie die Flora und Fauna von Kroatien hier nach Rust bringen. Wie zum Beispiel diese Pinie hinter mir.
sind jetzt in den Ruinen im kroatischen Themenbereich. Die sind ein bisschen versteckt, muss man über einen kleinen Weg, muss man schon ein bisschen suchen, bis man hierher kommt. Aber wenn man hier ist, ein richtig schöner Platz. Na, hat man sie gefunden, findet man hier eine Oase der Ruhe. Das ist die erste Bahn fährt. Dann finde ich es aber immer noch ziemlich cool hier. Aber ruhig ist da nichts mehr. Ihr habt alle drauf gewartet, jetzt geht's um die Achterbahn. Wir haben hier hinten... Patrick, weißt du eigentlich, dass wir endlich drüber reden dürfen, wie die Achterbahn heißt? Der Name ist raus. Ja, Striker Coaster, wissen wir schon lange. Das ist der Produktname von MacRides. Ja, aber übrigens wusstest du, dass Striker auf Schwedisch Bügeln oder Bügeleisen bedeutet, es passt eigentlich ganz gut. Wir hatten ein Mega-Event auf der kroatischen, auf der wunderschönen kroatischen Insel Kvar. Da schauen wir einmal rein. Patrick, endlich ist es raus, wir dürfen drüber reden. Der Name ist bekannt und zwar? Voltro Nevera. Powered by Rimac. Weißt du eigentlich, Patrick, was ein Nevera ist? Also wenn ich das hier einmal eingebe, das ist ein Kühlschrank auf Spanisch. Kleiner Witz. Ist tatsächlich Kühlschrank auf Spanisch, aber Nevera ist eigentlich ein Sturm in Kroatien, ein sehr, sehr starker Sturm. Der ganz plötzlich auftritt und richtig energiegeladen ist. Apropos Kroatien, wir reden hier sehr viel über Kroatien, wir reden hier über Steine, über Bäume, aber wir haben es selber noch nicht gesehen. Eigentlich sollten wir doch auch mal nach Kroatien. Mirjamak hat doch kroatische Wurzeln. Richtig, ja. Wir könnten sie doch einmal fragen, ob sie ein bisschen Zeit hat, uns Kroatien zu zeigen. Das gefällt mir, das könnten wir machen. Dobrodošli, willkommen hier in Kroatien. Lukas, Patrick, schön, dass ihr da seid. Wir sind bereit für Abenteuer. Ich habe euch ein bisschen ein anderes Abenteuer vorbereitet, weil ich wollte euch mal die andere Seite von Kroatien zeigen. Also Kroatien bedeutet nicht nur Quietschis und Pool und Meer, sondern wir haben auch ein bisschen mehr zu bieten. Also können Bertha und Hans-Peter jetzt nicht mitkommen? Nein, die können leider nicht mitkommen. Ich habe eine viel bessere tierische Begleitung für euch vorbereitet. Vielleicht könnt ihr euch noch ein bisschen was Praktischeres anziehen. Ich würde derweil schon mal vorgehen und eure Überraschung vorbereiten. So machen wir es, dann kommen wir direkt nach. Dann kommt ihr direkt nach. Die zwei lassen wir schwimmen. Bertha und Hans-Peter dürfen schwimmen, Bertha, schwimmen. Patrick, schau mal hier. Oh, Tesla. David, wir müssen die nächste rechts ja, raus. Aber nur ganz kurz. Wir stehen hier vor dem Geburtshaus von Nikola Tesla, der hier 1856 in Smiljan geboren wurde. Ja, Nikola Tesla nicht nur eine Automarke und Adventure Club of Europe Mitglied, sondern Patrick? Ja, eigentlich der größte Erfinder aller Zeiten. Sicher einer der größten Erfinder. Ja, und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einfach mal das Haus an. Wollen wir ins Haus, oder? Ja. Jungs, denkt dran, wir haben nicht so viel Zeit. David, wieso ist hier eine Kirche? Tesla, sein Vater, glaube ich, war Priester. Der hat hier eine Gemeinde betreut, orthodoxer Priester. Wir stehen hier auf dem Feld, hier ist keine Gemeinde. Oh, seine Babywiege. Jeder fängt mal klein an. Das ist unser Turm. Es ist ja gar nicht unser Turm, es ist ja der Turm von Nikola Tesla, aber... Ja, aber wir haben ihn jetzt bauen frisch ihn gebaut. Ja. Und das gibt's doch nicht, schon mal. Oh, der Mundi kriegt ja überall seine Bücher hin. Wahnsinn. Ja, aber auch Leitkultur. Ja, aber Jungs, wirklich, also wir müssen so langsam... Man könnte fast meinen, das ist ein Achterbahnrad, aber ich meine, das ist halt ein Motor. Technisch ist ja der Vorläufer von unserem Achterbahnantrieb. Sieht man auch hier drüben übrigens ganz gut. Haben auch eine ganz tolle Folge dazu gemacht, zur Launchtechnik von verschiedenen Achterbahnen. Ja, aber hier siehst du jetzt, dass hier quasi Launchtechnik zwar im Kreis angeordnet, bei uns ist in der Geraden angeordnet. Müssten wir jetzt nochmal in der Folge angucken, aber das ist quasi der Vorläufer davon. Tesla, ohne ihn würde man die Achterbahn so nicht abschießen wahrscheinlich. Kann man eigentlich so sagen. Oh, eine Tesla-Spule. Ja, Jungs, ihr Tesla-Spulen habt ihr euch schon mal angeguckt, wir müssen weiter. Aber hier sind noch ganz viele Knöpfe, auf die man drücken ja, kann. Ja, aber das ist... Oh Mann! Hier ist noch was Cooles. Lass einmal ganz kurz hier, einmal kurz. Ja, da hat's Britzel gemacht, da gehen wir hin. Oh!
Wir haben hier eine ganz normale Neonröhre in der Hand. Die kann man in jedem Baumarkt kaufen. Handelsübliche Neonröhre. Je länger sie ist, desto besser funktioniert es. Aber mehr möchte ich eigentlich gar nicht sagen. Schauen wir uns mal an. Je nachdem, wo man sie anfasst, hat es andere. Was jetzt hier passiert ist, es war jetzt ein elektromagnetisches Feld in der Luft. Aber das ist eine Neonröhre. Wir haben hier quasi Plus und Minus, kann man ganz einfach sagen. Und dadurch, dass die Röhre so lang ist, hat man einen hohen Potentialunterschied und der lässt diese Röhre leuchten. Ja, danke Patrick. Die Röhre leuchtet. Oh Jungs, was wollt ihr denn jetzt noch? Ich meine, wir müssen los. Guck mal, es regnet schon. Es war so gut. Wir müssen aber noch einmal ganz kurz herzlichen Dank sagen an das Nikola Tesla Memorial Center hier in Smiljan. Auf jeden Fall ein Besuch wert. Immer ein Besuch wert, außer montags, da haben sie nämlich geschlossen. Hey Jungs! Hi Miriam. Ja. Pünktlich wie immer. Auf die Schweizer kann man sich natürlich verlassen. So ist's. Wow, ich dachte bei Abenteuer eher eine kleine Achterbahnfahrt. Ja, jetzt machen wir kein langes Gesicht, das ist alles super locker. Wir reiten jetzt mit den Pferden durch die wunderschöne Natur und die schöne Landschaft. Und dann könnt ihr einfach auch mal ein bisschen das Hinterland genießen. Man hat mir gesagt, ich soll einfach nichts machen, die Pferde wissen, was sie tun. Ich glaube, im Achterbahnsitz fühle ich mich bislang wohler. Ja. Ich mache Achterbahnleber. Dein Pferd muss in die Wartung. Ich glaube auch. Wenn ich aus dem Flieger steige, dann nehme ich erstmal so den Duft dieser Pinienbäume wahr. Ne? Die feine Meeresluft, die Sonnenstrahlen. Also da fängt für mich schon der Urlaub an. Und mir ist es total wichtig, euch eine andere Seite Kroatiens zu zeigen. Kroatien hat einfach so viel mehr zu bieten. Wir haben ein unheimlich schönes Hinterland. Wir können tolle Ausflüge machen. Die Natur ist unwahrscheinlich schön. Die Luft tut so gut. Es ist einfach Wellness für die Seele. Für mich wäre es natürlich ein Traum, wenn wir es schaffen, diese Atmosphäre auch ein bisschen in den Park zu transportieren. Dass man die ein oder andere Ecke auch hat, wo man einfach mal ein bisschen runterfahren kann, genießen kann. Ganz à la Hrvatska. Also das Interface möchte ich noch mal ein bisschen bemängeln. Das funktioniert nicht so wie gedacht. Normalerweise werdet ihr niemals irgendwo in den Haushalt eintreffen, ohne dass es was zu essen gibt. Und so der Klassiker ist einfach Schinken und Käse. Ist mir direkt sympathisch. Chili! Hey! Wow! Think he's a sleepy type guy, always takes his time. Soon I know you'll be changing your mind when you see him as a guy. Miriam, vielen lieben Dank für den tollen Tag heute. Ich habe unter dem Abenteuer Kroatien was ganz anderes erwartet, als am Ende auf dem Rücken von einem Pferd durch die Landschaft zu reiten. Das war was ganz Besonderes. Ja, ich freue mich total, dass es euch gefallen hat. Morgen gibt es eine weitere Überraschung. Wir fahren jetzt hier auf eine Insel. Viele wissen das gar nicht. Kroatien ist das Land mit den meisten Inseln in Europa. 1244. Für mich ist das jetzt schon ein Highlight. Wir fahren mit einer Fähre. Ich liebe Fährefahren. Schifffahren ist generell Schifffahren. Toll. Hinter uns noch die Stadt Split. Wir sind in circa 1,5 Stunden sind wir auf Kvar. Und morgen früh, ich bin sehr gespannt, was uns da erwartet. Ich glaube, erstmal sagen wir gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Oder auch Laku noć. Laku noć. Laku noć, das ist kroatisch für gute Nacht. Gute Nacht. Nein. Ach, kommt schon, Jungs. Der wird doch echt. Das ist Wahnsinn, welche Details man hier überall findet, wenn man sich ja einmal umschaut. Aber genau das wollen wir ja bei uns auch erreichen. Also so kleine Details, so dieser Stein nachempfinden, auch so die Blumentöpfe da hinten. Einfach, wir wollen ja Leben in den Themenbereich reinbekommen. Deshalb ist es auch wichtig, dass wir das hier so sehen. Man kann natürlich nicht immer eins zu eins alles nachstellen, aber wichtig ist, dass man so diesen Wiedererkennungswert schafft, diese Atmosphäre zum Leben erweckt, gerade mit diesen kleinen Details. Und ich glaube, dann haben wir auch wirklich was Authentisches. Zur föderativen Parkbetrieb ist natürlich am schönsten, wenn die Wege breit wie möglich sind. Aber ich glaube, da würden wir enorm viel an Authentizität verlieren. Und deswegen brauchen wir diesen Charme. Wir brauchen einen Kompromiss aus beiden. Ja, wir mögen es doch kuschelig, ne? Ja. Das ist eigentlich ein super tolles Beispiel für das traditionelle Gemäuer. Ne? Man sieht dann hier diese Fresken auch und dann mit dem Grün vermischt. Ja. Also ich glaube, das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Inspiration.
Es kommt mir auch ein bisschen bekannt vor. Ja, weil dieses Haus ist eins der Häuser, das war so ein bisschen das Vorbild für unsere Eisdiele. Wenn du das jetzt vergleichst mit dem Design, sind wir da sehr nah dran. Aber apropos Eis. Abenteuer-Eis. Abenteuer-Eis. Ja, das Pistazie ist der Hammer. Das ist super. So lecker, das ja, mal probieren. Gerne, ja. Mal probieren. So muss das Eis bei uns auch schmecken. Hm? Perfekt. Ja, du hast gestern versprochen auf der Fähre, wir sind auf dem Segelboot. Es ist wunderschön hier. Was will man mehr? Ja, was will man mehr? Das ist auch hier meine absolute Lieblingsbucht. Ne? Kristallklares Wasser. Und schau mal hier die Bucht, wie schön grün es ist. Schön. Und lädt ja total ein. Ich glaube, man kommt auch nur mit dem Boot wirklich hierher. Und, ja, genau. Und wenn ich mir das türkisblaue Wasser anschaue, man könnte wirklich meinen, es wäre in der Karibik. Aber wir sind hier nur wenige. Nur wenige Minuten von zu Hause entfernt. Recht hatte. Los geht's. Los geht's. Kann man dann bei uns eigentlich in Kroatien auch ins Wasser springen? Ja, nicht so ratsam. Ja. Ja. Mensch! Jetzt haben wir hier gerade diese Schürzen bekommen und gehen gleich Kräuter sammeln. Kommst du mit, David? Wenn es sein muss. Wir müssen erst noch ein bisschen was arbeiten, bevor wir essen dürfen. Einmal ganz kurz. Ich habe Hunger. Ja, aber man muss sich die Dinge auch manchmal erst erarbeiten. Let's cook. Let's cook. Idemo kuchat. Idemo kuchat. Der Kroate an sich ist wirklich ein sehr herzlicher, bodenständiger Mensch. Heißt die Leute willkommen. Und ich möchte diese Willkommenskultur einfach auch bei uns im Park übertragen. Also das ist mir absolut eine Herzensangelegenheit, dass sich jeder im Themenbereich Kroatien super wohl fühlt. Dass man einfach auch spürt, dass wir uns unheimlich viel Mühe gegeben haben. Man muss Kroatien erlebt haben. Man muss es gespürt, gefühlt, gerochen und ja, auch geschmeckt haben. Und ich glaube, das macht diese ganz bestimmte Würze auch aus, so wie wir den Themenbereich nun jetzt auch gestalten werden. Ich finde es so schön, mit euch gemeinsam hier jetzt sitzen zu dürfen. Ihr habt es erlebt, ja. Die Zutaten waren eigentlich wenige, ja. Aber der Duft, der Geschmack. Sehr viel Liebe auch beim Kochen. Ich glaube, das hat man wirklich gesehen. Ja, es ist mir echt eine absolute Freude, dass wir hier gemeinsam die Tage verbringen konnten. Da bitte ich euch einfach auch so ein bisschen einführen, konnte in die kroatische Art und Weise zu leben, zu essen, zu genießen und zu fühlen. Ich denke auch für uns ganz wichtig mitgenommen zu haben, Kroatien und auch unser Themenbereich in Kroatien kann und wird nicht nur aus der Achterbahn bestehen. Wir müssen es auch schaffen, das Lebensgefühl zu transportieren. Und deswegen war es für mich und ich glaube, ich spreche für uns beide, sehr wichtig, den Ausflug hier gemacht zu haben. Nochmal vielen Dank dafür. Ja, und jetzt würde ich sagen, wir bringen jetzt das, was wir erlebt haben, nach Hause. Wir bringen das zu unseren Gästen. Ja. Aber erstmal essen und trinken wir auf. Deshalb. Vokabeltest? Jivili. Eins steht allerdings noch auf der Liste: Singen. Singen und tanzen, ja, das müssen wir auch noch lernen. Aber da machen wir die Kamera. Das ist dann ohne Kamera. Ich würde mal sagen, wir schicken euch, liebe Gäste, ganz liebe Grüße aus Kroatien. Und ja, bis zum nächsten Mal in der Baudoku. Wir essen jetzt noch. Deine Mitarbeiter? Aber keine Ahnung, du. Ach, muss man alles selber machen. So.